Hallo meine Süßen, es ist Montag und die Pippi war einkaufen. Und was ich gekauft habe, zeige ich euch, weil die Hauls gefallen euch ja glaube ich auch recht gut. Und deswegen haben wir gedacht, ich sage euch einfach, was ich gekauft habe. Wenn es euch nicht interessiert, dann braucht ihr euch ja nicht anschauen. Weil ich habe ja Thema Meal Prep. Ich meine, ich weiß schon, dass das Essen Vorbereitungsdingens heißt, ja. Und ich habe mir ja da jetzt ein paar Gedanken gemacht. Und habe gedacht, vielleicht probiere ich das jetzt einmal. Und deswegen war ich auch einkaufen, ja. So, was habe ich gekauft? Ich war beim Billa Plus, beim Merkur, habe insgesamt ausgegeben 35,54. Und zwar habe ich gekauft Joghurt in Erdbeer und in normal. Und in Apfelstrudelgeschmack. Und in normal. Dann zweimal Schlagobers. Einmal Haferflocken. Ich möchte mir nämlich so Overnight Oats machen. Schauen wir mal. Jetzt machen wir dann 5 Glasel Overnight Oats und dann schmeckt es mir nicht. Ne? Egal. Dann Cheddar für Mac and Cheese. Eier. Ich muss nämlich auch Cookies machen. Limette. Vielleicht für was Alkoholisches. Da haben wir letztens gesehen, irgend so was Gin-mäßiges und haben Limetten dazu gebraucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe sie halt mal, damit ich sie habe. Dann habe ich gekauft vegane Sorgeherzen für meine Freundin zum Naschen. Außer ich habe es früher zusammengefressen damit. Dann diese Heubrause, die macht mich total süchtig. Ja, also ich. Ja. Naschi. Nochmal Naschi. Noch ein Naschi und Erdäpfel, Kartoffeln. Da möchte ich nämlich auch was machen, also kein Meal Prep, sondern was anderes. So, das war Punkt 1, das war der Merkur. Und dann war ich noch beim Lidl, da habe ich mir wieder gekauft Cola, also so Spezi, Schwipschwapp für meine deutschen Freunde. Küchenrolle. Ich habe zwar noch Küchenrolle, aber das ist die. Ich weiß nicht, wo ich sie mir gekauft habe, ja. Und die hat nicht ein Blatt, sondern so ein halbes Blatt. Und jedes Mal, wenn ich das abreiße, na, jetzt funktioniert es natürlich, ist eh klar, ja. War eh klar. Normalerweise, jedes Mal, wenn ich das abreiße, reißt man das so weit und dann reißt es mir in der Hälfte durch. So. Der Vorführeffekt. Was habe ich mir noch gekauft? Wattepads. Dann soll ich mir das da drüber stellen? So. Dann habe ich gekauft Kiwi. Kleineres Ding hat es nicht gegeben, aber ja. Moment, der Hund muss raus. Na geh auf, Zecki. Nicht? Du nicht. Gut. Paradeiser, Salat, ich möchte nämlich auch Salate machen, so Meal Preppig, Süßkartoffeln, die brauche ich für was anderes, ich weiß aber nicht mehr für was, Speckwürfel und so Pulled Chunks, das ist veganes Fleisch, Schmelzkäse, Mozzarella, die Cranberries für die Cookies, die ich mache. Gurke für den Salat. Edamame. Auch für den Salat und für ein anderes Gericht, was ich machen möchte. Erdbeeren. Für die Overnight Oats. Faschiertes. Hackfleisch. Das sind so Kartoffelschiffchen, sollen das werden. Butter, Tomatenmark, Knoblauchpulver, hab zwar genug Knoblauch so, aber ja. Wie hat die Wirte gesagt? Avocado. Das war die beste damals, kann sich an die erinnern, die Avocado.
Ursuppe, also zwei Avocados für die Salate, Frischkäse, Gouda, viel Käse habe ich gekocht, Naschi, Schwarzwälder Schinken, den mag ich sehr gerne, deswegen hoffe ich den immer wieder. Das ist aber auch schon die einzige Wurst, die ich koche. Dann brauche ich ein paar Chiasamen für die Overnight Oats. Dann haben wir noch Karotten für die Salate. Alles, was überbleibt, dann mache ich da gleich für die Hunde fertig. Dann habe ich extra den Zucker beim Lidl gekauft. Der Zucker hat bis vor Corona hat der gekostet keinen Euro. Und jetzt kostet er 1,60. Und der kostet nur 1,20 oder 1,30. Das ist total arg, ja, dass der Zucker ja, so viel kostet. Vor allem, der wird ja auch bei uns gemacht. Der wird nicht irgendwo in Sri Lanka hergestellt, der wird bei uns gemacht, im Mattfeld. Da haben wir diese Agrana und da wird das gemacht. Unser Zucker wird in Österreich gemacht, 10 Kilometer in die Richtung, wenn es überhaupt Sinn sind. Und dann habe ich noch gebraucht Kosmetiktücher und so Taschentücherboxen. Ja, ich kann auch die normalen Taschentücher nehmen, aber ich finde die Boxen eigentlich leibernder. Ich mag lieber die Boxen, sage ich euch ganz ehrlich. So, das war das eine. Was habe ich bezahlt beim Lidl? Alter, 6 Minuten 39, das war der war super schneller Haul. So, was habe ich bezahlt? Kassabon? 22 Yen ist heute, ja, 66,88 plus, Entschuldigung, plus die 35 Euro sind 102 Euro habe ich heute bezahlt. Aber, wie gesagt, ich möchte diese Meal Prepping Scheiße mal probieren, also mit Salat und Overnight Oats. Ich mache mal kein Mittagessen, weil ich will nicht drei Tage lang das gleiche essen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich zum Beispiel jetzt aus Hühnerfleisch einmal mit, keine Ahnung, Reis und Gemüse, dann einmal mit so Tomatensauce und Spiralen und einmal mit Kartoffeln und schieß mich tot irgendwas mache. Also ich habe mir gedacht, dass ich es so vielleicht mache. Ihr werdet es vielleicht sehen, wenn, wenn ich es dann tun werde. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt das Ganze mal schnippeln und meine Overnight Oats, die werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Ich werde es auch filmen, ob ich es dann hochlade oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht schaut es ja auch scheiße aus. Jo, also war das der Haul mit 8 Minuten schon mal recht sportlich, würde ich sagen. Ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.